Der britische Premierminister Lloyd George blickte 1919 auf eine Welt, die 4 Jahre des Blutvergießens hinter sich hatte. Seine Gedanken waren voller Pessimismus. Wenn ein Mensch 1914 Schiffbruch erlitten hätte, auf einer einsamen Insel gestrandet und vor einer Woche erst in die Zivilisation zurückgekehrt wäre, dann würde er vielleicht glauben, dass seine lange Einsamkeit seinen Geist zerrüttet hätte. Anstelle eines selbstbewussten, arroganten deutschen Kaiserreiches würde er eine furchtsame, kleinlaute Republik vorfinden. Er würde ein Russland entdecken, das von den Verbannten der früheren Tage regiert wird. Er würde sehen, wie aus dem österreichischen Kaiserreich eine arme Provinz geworden ist, die nur durch die mildtätigen Spenden der früheren Feinde vor dem Bettelstab bewahrt wird. Aber mehr als alles andere würde ihn überraschen, dass diesen befremdlichen Veränderungen zum Trotz eine Sache gleich geblieben ist. Europas siedender Kessel voller Hass. Als Präsident Woodrow Wilson von Amerika zur Friedenskonferenz nach Paris unterwegs war, war die Diplomatie in Europa von gegenseitigem Hass geprägt. Die Ziele der Alliierten lauteten: Deutschland bestrafen, die Landkarte Europas neu zeichnen, ein politisches System etablieren, das einen weiteren Krieg unmöglich macht. Ein großer Moment in der Geschichte ist gekommen. Die Hand Gottes ruht auf den Nationen. Es war das erste Mal, dass ein amtierender amerikanischer Präsident nach Europa kam. Für Wilson war es die große Möglichkeit, seine Visionen zu realisieren und die Welt neu zu gestalten. Er fasste seine Vorstellung in einem 14-Punkte-Programm zusammen. Er schlug eine Liga der Nationen vor, deren Aufgabe es sein sollte, den Frieden zu wahren und dem europäischen Imperialismus ein Ende zu setzen. President Woodrow Wilson's Blueprint for a New World Order. Präsident Woodrow Wilsons Entwurf für eine neue Weltordnung basierte auf nationaler Selbstbestimmung. Die Völker sollten ihre eigene Regierungsform wählen können und volle Souveränität besitzen. So sollten aus der Asche der alten Ordnung imperialer Mächte neue selbstregierte Nationen hervorgehen. Das Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem britischen Premierminister David Lloyd George stand kurz bevor. Lloyd George hatte seine Ziele völlig anders definiert. Er wollte das britische Empire nicht nur erhalten, sondern noch vergrößern. Präsident Wilsons Lösungen für die europäischen Probleme hatten in seinen Augen keine Aussicht auf Erfolg. Während wir uns täglich mit den grässlichen Problemen zu Land und zur See herumschlugen, schwebte er in den Wolken der heiteren Rhetorik. Das war Präsident Wilsons erster Kontakt mit Europa. Das jahrelang der bevorzugte Jagdgrund von Bestien und giftigen Reptilien war, die ihre Beute erst anschlichen und dann ansprangen. Der französische Premier Georges Clemenceau hatte nur ein Ziel: sicherstellen, dass die Deutschen nie wieder in Frankreich einmarschieren. Gott hat seine 10 Gebote, erklärte Clemenceau. Wilson hat seine 14 Punkte. Wir werden sehen.
Wilson hatte vielleicht gedacht, dass der Krieg aus Gründen nationaler Selbstbestimmung und für die Demokratie geführt wurde. Die Franzosen hatten den Krieg für die Sicherheit Frankreichs geführt. Die Italiener dachten, sie hätten für die Expansion Italiens gekämpft. Und die Briten dachten, der Krieg sei zur Bewahrung des britischen Empires ausgefochten worden. Wilson interessierte keines dieser Argumente. Lloyd George, der pragmatische Imperialist, Clemenceau, das Opfer, das Rache sucht, und Wilson, der moralisierende Idealist. Um sie herum hatten sich die kleineren Nationen versammelt. Sie alle wollten die Selbstbestimmung für ihr Volk und sie wollten Woodrow Wilson treffen. Delegationen aus der ganzen Welt kamen zu mir. Sie alle wollten die Freundschaft zu Amerika. Frei heraus erzählten sie, dass sie sich nicht sicher fühlten, irgendjemandem sonst zu vertrauen. Einige von ihnen kamen aus Ländern, von denen ich, das muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nie zuvor gehört hatte. Und so diskret wie möglich fragte ich, welche Sprache sie denn sprechen. Während des Krieges waren der einzelnen nationalen Ambitionen wegen Versprechungen gemacht worden. Jetzt war die Zeit gekommen, sie einzulösen. Die Friedensverhandlungen in Paris waren wie ein großer Basar, auf dem sich alle möglichen Kaufleute trafen und ihre Waren ausbreiteten. Was hatten die anderen zu bieten? Was wollten sie kaufen? Was glaubten sie für sich beanspruchen zu können? Während sich die Diplomaten der Alliierten versammelten, um über den Frieden zu sprechen, führten ihre Flotten weiter Krieg gegen Deutschland und seine Verbündeten. Sie erhielten die Seeblockade aufrecht. Auch nach dem Waffenstillstand blieb der Hunger ein Druckmittel in ihren Händen. Wien war von der Blockade der Alliierten besonders hart getroffen. Die Kindersterblichkeit war hoch. Eines von vier Neugeborenen starb. Es scheint, als hätte der Krieg für uns jetzt erst begonnen. Es heißt, dass die Franzosen die deutsche Bevölkerung dezimieren wollen und dass wir innerhalb der nächsten 3 Monate alle an Hunger sterben werden. Anna Eisenmenger war eine österreichische Witwe, die einen Sohn im Krieg verloren hatte. Jetzt pflegte sie ihren zweiten Sohn, der durch ein Schrapnell erblindet war, und ihr Enkelkind, das ums Überleben kämpfte. Es gibt schon lange keine Windeln mehr für die Neugeborenen. Die Menschen benutzen Papier, wenn sie es haben, oder irgendwelche Fetzen. Die Frau eines Arztes, die ich kürzlich kennengelernt habe, hat ihr wunderschönes Klavier gegen einen Sack Mehl eingetauscht. Wir leben von Hoffnungen, Erwartungen und Versprechungen. Gespannt warten wir auf gute Nachrichten, die Wilson uns aus Paris senden würde. Die Diplomaten, die in Paris zusammengekommen waren, verhandelten über eine Welt, die sie nicht mehr verstanden. Eine Welt, die Lenins Revolution für immer verändert hatte. Die Sieger fanden keine Antworten. Sie zimmerten an einem Frieden ohne Fundament. Der britische Diplomat Harold Nicholson war ein Berater im innersten Kreis der großen Entscheider. Er war mit großen Erwartungen an Wilsons Ideale nach Paris gekommen. Seine Bewunderung schlug jedoch in Wut um, als er mit ansah, wie der amerikanische Präsident das Spiel der alten Welt mitspielte. Die Sieger diktieren die neuen Grenzen der geschlagenen Nationen. Die Türen öffnen sich, dahinter ein Saal mit schweren Gobelins geschmückt. Die Fenster zum Garten hin sind geöffnet, das Wasserspiel eines Springbrunnens ist zu hören. Clemenceau, Lloyd George und Präsident Wilson haben ihre Lehnstühle an den Tisch gezogen und sich tief über die Karten gebeugt. Es ist erschreckend, wie diese ignoranten, unverantwortlichen Männer Kleinasien in Stücke aufteilen, so als würden sie einen Kuchen schneiden.
Am Nachmittag wird über die endgültige Revision der österreichischen Grenzen entschieden. Ungarn wird abgetrennt, unheilsam und unverantwortlich abgetrennt. Dann die jugoslawische Grenze. Dann Tee und Quebec. Die Unterzeichnung des Friedensvertrages war für den 28. Juni 1919 vorgesehen, den 5. Jahrestag der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand. Der Vertrag sollte im Schloss von Versailles unterzeichnet werden, dort, wo Frankreich 40 Jahre zuvor gedemütigt worden war. Die Frage nach der Verantwortung für den Krieg war klar beantwortet. Deutschland war schuldig. Die Deutschen sollten die Kosten für den Krieg tragen. Die deutsche Armee wurde auf die Größe einer Polizeitruppe reduziert. Den Deutschen wurden alle Kolonien abgesprochen. Als die deutschen Delegierten hereingeführt wurden, um den Vertrag zu unterzeichnen, war auch Harold Nicholson anwesend. Wir betraten den Spiegelsaal. Durch eine Türe, alleine und mitleiderregend, kamen die zwei deutschen Delegierten. Die Ruhe war erschreckend. Sie halten ihre Blicke abgewandt von den 2000 Augen, die sie anstarren. Es tut fast weh. Sie unterzeichnen. Die Alliierten übten Vergeltung an einem deutschen Staat, der nicht mehr existierte. Der Kaiser war fort, ebenso Hindenburg und Ludendorff. Was sie 1919 zurückgelassen hatten, war eine politische Kriegszone, in der rivalisierende Gruppen um die Macht kämpften. Die Brutalität der Schützengräben setzte sich fort in den Straßen der deutschen Städte, die zu einem Schlachtfeld zwischen Linken und Rechten geworden waren. Dennoch wurde das Volk, das in dieser Anarchie lebte, dazu verpflichtet, für die Sünden seiner früheren Herrscher zu zahlen. Ein Racheakt ruft den nächsten hervor. Eine endlose Sache. Es war verhängnisvoll, wie die Friedensverhandlungen von Versailles geführt wurden. Sie erbrachten nichts, was auch nur einen Teil der Opfer, der Millionen Menschen, die im Ersten Weltkrieg gefallen waren, gerechtfertigt hätte. Die Frage nach dem Warum und Wofür blieb für jemanden wie Harold Nicholson und für viele andere unbeantwortet. Versailles wurde zu einer Eigenartigkeit, zu einem seltsamen Albtraum. Es war mehr die Fortsetzung des Albtraums vom Krieg als ein Neubeginn. Ich blicke über die Gärten auf eine ruhige, offene Landschaft. Die Wolken weiß auf blau ziehen am Himmel entlang. Clemenceau kommt heraus, er ist in Begleitung von Wilson und Lloyd George. Die Menge auf der Terrasse bricht durch die Absperrung der Militärs. Die großen vier gehen unter in einem Menschenmeer. Die Feierlichkeiten danach. Sogar Champagner wird ausgeschenkt. Auf Kosten der Steuerzahler. Es war sehr schlechter Champagner. Für die deutschen Soldaten waren die Demütigungen des Friedensvertrages von Versailles schwer hinzunehmen. Ein deutscher Gefreiter schrieb voller Wut: Als die alten Herren uns zu erzählen begannen, dass wir uns der Gnade der Sieger zu unterwerfen hatten, konnte ich es nicht länger ertragen. Alles vor meinen Augen wurde schwarz. Ich schwankte und suchte tastend meinen Weg zurück in den Schlafsaal, warf mich auf meine Koje
und vergrub meinen glühenden Kopf zwischen Laken und Kissen. Alles also war umsonst. Umsonst all die Opfer und Entbehrungen. Umsonst die oft endlosen Monate des Hungerns und des Durstes. Umsonst die 2 Millionen, die gestorben sind. Sollten sich nicht die Gräber der Hunderttausenden öffnen? Die Gräber derjenigen, die im Glauben an das Vaterland losmarschiert sind, um nie zurückzukommen? Sollten sich diese Gräber nicht öffnen und die schweigenden, dreck- und blutverkrusteten Helden als Rachegeister in die Heimat zurückschicken, die sie mit einem solchen Hohn betrogen hat? Der junge Gefreite war Adolf Hitler. Er war entschlossen, diese Schande, die über sein Land gekommen war, zu rächen, koste es, was es wolle. War das der Sinn des Opfers, das die deutsche Mutter dem Vaterlande brachte, als sie mit wehem Herzen ihre geliebten Söhne ziehen ließ, um sie nie wieder zu sehen? Der Hass in mir wuchs. Der Hass auf die, die verantwortlich waren für diese Tat. In den folgenden Tagen sollte mir mein eigenes Schicksal klar werden. Ich entschied, in die Politik zu gehen. Die Welt blickte in eine ungewisse Zukunft. Viele Menschen waren darum bemüht, dem schrecklichen Preis, den sie während der 4 Kriegsjahre bezahlt hatten, einen Sinn abzugewinnen. Das neue Medium Film reflektierte mehr und mehr diese öffentliche Meinung. Einer der ersten Kinofilme, der den Ersten Weltkrieg hinterfragte, war der französische Film Jacques. Sein Regisseur Abel Gance war seiner schlechten Gesundheit wegen nicht zum Militärdienst zugelassen worden. Aber er hatte viele seiner engsten Freunde auf dem Schlachtfeld sterben sehen. Er war entschlossen, seine Wut über ihren Tod zu zeigen und begann mit den Dreharbeiten zu seinem Film noch während des Krieges. Bemerkenswerterweise wurde Gans bei seiner Arbeit von der französischen Armee unterstützt. Er hatte die Kooperationsbereitschaft der französischen Armee erreicht, weil er eine Rechtfertigung des Krieges vorgetäuscht hatte. Er gab sich extrem patriotisch, chauvinistisch, sodass er enorme Unterstützung im Krieg erhielt. Als er dann eines Tages mit tausenden französischer Soldaten den Anfangstitel Jacques stellte, fragte ihn ein französischer General: Übrigens, was klagen Sie an? Und er sagte: Ich klage den Krieg an. Ich klage die Männer an. Ich klage die universelle Dummheit an. Der Held des Films war, wie Gans selbst, vom Krieg angewidert. Auf einem Friedhof wird er Augenzeuge, wie die Toten aus ihren Gräbern auferstehen, nicht zum Wohlgefallen der Lebenden, sondern um das jüngste Gericht über sie zu bringen. Und die Toten erwachten zum Leben und marschierten über die Landstraßen in die Dörfer und fragten, ob sich ihr Tod gelohnt hätte. Von Schrecken ergriffen, rennt der Held des Films den Toten voraus und warnt die Bewohner der Dörfer. Er greift sie und fragt, was um Himmels Willen hast du getan, seit dein Ehemann gefallen ist? Weißt du, mit wie vielen Männern du gelebt hast? In wenigen Minuten wirst du deinen Ehemann wiedersehen. Der Film war von einer solchen Kraft, dass in England einige Frauen in Ohnmacht fielen und aus dem Kino getragen werden mussten. Diese Geister waren keine Schauspieler, sondern wirkliche Soldaten. Gans nannte seinen Schauspielstab die Toten beim Abschied. Die traurige Ironie des Schicksals brachte es mit sich, dass viele Soldaten, die in diesem Film zu sehen sind, später in der Schlacht fielen. Diese ergreifenden Bilder sind ihr letztes Zeugnis.
Wir nahmen einen letzten Drink. Abschied von der Zivilisation. Ein Hauch von Endgültigkeit umgab uns, während Wilmot auf dem Klavier spielte. Wir alle wurden vertraulich, fast rührselig. In Momenten wie diesen wurde der Krieg fast zu einer freundlichen Angelegenheit. So schrecklich der Krieg war, er war eine Erfahrung, die viele Männer als positiv, produktiv und lohnend empfanden. Ihre Erfahrungen während des Krieges hatten sie tief berührt. Sie dachten, es sei die beste Zeit ihres Lebens gewesen. Sie hatten eine Kameradschaft zu anderen Männern erfahren, die sie zuvor für unmöglich gehalten hatten. Für viele dieser Männer war der Weg zurück ins normale Leben sehr, sehr schwer. Der britische Dichter Siegfried Sassoon war einer jener Männer, für die es unmöglich war, den Krieg hinter sich zu lassen. Der Mann, der den Krieg von seiner schlimmsten Seite ertragen hat, wird sich für immer von den anderen unterscheiden, ausgenommen von seinen Kameraden im Feld. Millionen Soldaten traten Veteranenvereinigungen bei. Hier wurden die Erinnerungen lebendig gehalten und die Kriegsversehrten unterstützt. Ganze Armeen seelisch und körperlich verletzter Männer kehrten heim in eine Gesellschaft, die nicht darauf vorbereitet war, mit den Traumata des Krieges umzugehen. Ein amerikanischer Militärfilm versuchte zu zeigen, wie selbst Beinamputierte Baseball spielen können. Was soll's, wenn du deine Beine verloren hast? Die Menschen werden immer freundlich zu dir sein. Du musst dir nicht zeigen, dass es dir etwas ausmacht, wenn die anderen an dir vorbeijagen, um ihre Brote und Eier zu verschlingen. Was soll's, wenn du dein Augenlicht verloren hast? Es gibt so wunderbare Einrichtungen für Blinde. Und die Menschen werden immer freundlich zu dir sein. Wenn du auf der Terrasse sitzt, werden sie sich daran erinnern, dein Gesicht immer zum Licht hinzudrehen. Was sollen diese Träume von der Hölle? Du kannst trinken und sie vergessen und glücklich sein. Und die Menschen werden nicht sagen, dass du wahnsinnig geworden bist, weil sie wissen, du hast für dein Land gekämpft. Keiner wird sich darum kümmern. Zu den tragischsten Opfern des Krieges zählten die Männer, die man in Frankreich als die Männer mit den gebrochenen Gesichtern bezeichnete. Einer, der diesen Männern half, mit ihren Verletzungen fertig zu werden, war der britische Sanitätsoffizier Ward Muir. Grässlich, das ist das einzig richtige Wort für diese zerschmetterten Gesichter. Ein zerfetzter Mund und noch schlimmer, am schlimmsten überhaupt sind die unglaublich brutalen Auswirkungen, die die Folge einer zerstörten Nase sind. Es ist die absolute Zerreißprobe, mit einem Kameraden zu reden, der vor 6 Monaten noch ein normal aussehender, gesunder, junger Mann war und jetzt nur noch eine groteske, hässliche Person ist. Diese Soldaten zeigten fortwährend, was es bedeutete, in den Schützengräben gelitten zu haben. Sie waren eine bleibende Erinnerung an das, was sie durchgemacht hatten. Die Gasangriffe, die Bombardements, für Stunden unter der Erde verschüttet zu sein und kurz vor dem Nervenzusammenbruch zu stehen. Die meisten Menschen wollten mit diesen Kriegskrüppeln nichts zu tun haben. Sie wollten nicht fortwährend daran erinnert werden, wie der Krieg wirklich war. Und diese Menschen waren wirklich wandelnde Mahnmale. Of remembrance.
Wo die Ärzte diesen entstellten Männern nicht weiterhelfen konnten, übernahmen Bildhauer diese Aufgabe. In speziellen Kliniken kamen ihre Fähigkeiten zum Einsatz. Nach Vorlagen von alten Fotos des Patienten fertigten die Bildhauer dünne Masken an, die die schlimmsten Narben verdecken sollten. Es ist schwer, einen Eindruck davon zu vermitteln, mit welcher außerordentlichen Präzision diese hauchdünnen, aber sehr stabilen Metallmasken sich dem Gesicht anpassen und die grässlichsten Narben verdecken. Stellen Sie sich vor, was es für einen Patienten bedeutet. Anstelle einer grotesken, hässlichen Person, die sich schämt, sich in den Straßen zu zeigen, ist er fast wieder ein normaler Mensch, der sich furchtlos in der Öffentlichkeit bewegen kann. Die Selbstachtung kehrt zurück, die Depressionen lassen nach. Die Wunden des Krieges zu vertuschen, war ein Weg, mit einem Krieg fertig zu werden, dessen Spuren nicht aus dem Alltag weichen wollten. Den Finger in diese Wunden zu legen, war eine andere Möglichkeit. Der deutsche Maler Otto Dix wusste, was körperliche Entstellung für einen Mann bedeutete. Er war Soldat während des Krieges und litt jetzt unter schwersten Albträumen. Ich bin vom Teufel besessen. Deswegen weiß ich, was mit dieser Welt los ist. Er malte, um, wie er sagte, die Dämonen des Krieges abzuschütteln. Nach dem Krieg malte er Bilder, die die Auswirkungen des Krieges auf den menschlichen Körper zeigen. Die physischen Zerstörungen ebenso wie die mentalen. Beide stellte er bildlich im Fleisch dar, und das in seiner groben, bewusst grotesken Art und Weise. Er wollte die Menschen wirklich schockieren. Eine Auswirkung des Krieges ist zum Beispiel, wenn man jemanden auf der Straße sieht, dessen Gesicht halb zerfetzt ist. Und man versucht, wegzuschauen. Die Menschen begannen schon wieder zu vergessen, welche unsäglichen Leiden der Krieg mit sich gebracht hatte. Es ist nicht die Aufgabe der Künstler, etwas zu verbessern oder zu verändern. Dafür sind sie zu unbedeutend. Aber sie müssen ihr Zeugnis ablegen. Dix malte, was er um sich herum sah. Ehemalige Soldaten, die jetzt Streichhölzer auf der Straße verkaufen mussten. Entstellte und amputierte mit schrecklichen Kopf- und Gesichtsverletzungen. Und Frauen, die sich als Prostituierte verdingten, um nicht zu verhungern. Der Krieg war vorbei. Prostituierte und Kriegskrüppel waren zwei der krassesten Möglichkeiten, die Schrecken und Erniedrigungen des Krieges bildlich darzustellen. Dix impliziert mit seinen Bildern, egal ob sie Soldaten oder Prostituierte zeigen, dass die Brutalität dieses Krieges grausam und real war. Auf den Straßen des Nachkriegs-Berlin herrschte das Chaos der Niederlage, der Revolution und Gegenrevolution. Der deutsche Maler George Gross beschrieb diese Anarchie so. Die Bewohner, halb verrückt vor Angst, hielten es nicht aus, in den eigenen vier Wänden eingeschlossen zu sein. Also kletterten sie auf die Hausdächer, um auf Tauben und Menschen zu schießen. Die ganze Stadt war dunkel, kalt, aber voller Gerüchte. Die Straßen wurden zu Schluchten, in denen Menschen geschlachtet und Kokain gehandelt wurde. Jegliche Moral war dahin. Eine Welle der Laster, der Pornografie und Prostitution schwappte über das ganze Land. George Gross war einer der Berliner Maler, die in der Kunst eine Möglichkeit sahen, ihr Missfallen über das zum Ausdruck zu bringen, was sie um sich herum sahen. Meine Kunst muss Gewehr und Schwert sein. Ich sehe jede Art von Kunst als sinnlos an, wenn sie nicht als Waffe in der politischen Arena taugt.
Gross gehörte einer neuen Bewegung in der Kunst an, dem Dada. Seinen Ursprung hatte Dada während des Krieges in Zürich. Jetzt, im Nachkriegs-Berlin, fand er zahlreiche Anhänger. Künstler wie Gross erklärten, die Kunst ist tot. Werte wie Vernunft, Schönheit und Gehorsam, die vor dem Krieg von großer Bedeutung waren, hatten diese jetzt verloren. Wir verhöhnten alles, respektierten nichts, spuckten auf alles. Das war Dada. Es war kein Mystizismus, kein Kommunismus, keine Anarchie. Wir waren komplette Nihilisten. Unser Symbol war die Nicht-Existenz, ein Vakuum, ein Loch. Mit der Zeit wurden die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges zu geheiligten Stätten. Tausende versuchten hier, die letzten Spuren ihrer geliebten Söhne, Ehemänner oder Väter wiederzufinden. Die, die bald nach Ende des Krieges auf diese Pilgerreise gingen, fanden eine Landschaft mit klaffenden Wunden und Schützengräben, die mit menschlichen Überresten angefüllt waren. 2 Jahre nach Ende des Krieges wanderte der britische Journalist Stephen Graham über eines dieser verwüsteten Schlachtfelder. Die Stille ist noch nicht ausgetrocknet, sondern eitert in der schwarzen Fäule unter den Stürmen. Doppelte Bombenlöcher, verkohlter Boden, große Gruben. Was sind sie jetzt? Ein Unterschlupf für Ratten, Eidechsen, Wiesel. Nicht explodierte Stabbomben, rostige Schnapsflaschen. Noch immer liegen überall Helme herum. Es gibt zerbrochene Gewehre, es gibt Gräber. Tod und Ruinen überwiegen alles Lebendige. Der Sog der anderen Welt ist spürbar. In einem alten Schützengraben, sieh da, liegt ein Totenschädel. Er ist sauber und poliert, der Kopf eines Soldaten. Ein ausgefranstes Loch in einem sonst perfekten Schädel. Die einfachste Methode, ihn aufzuheben, wäre, einen Finger in eine Augenhöhle zu stecken und ihn anzuheben. Freund oder Feind? Je länger man den Totenschädel betrachtet, desto wütender scheint er. Es ist ein intensiver, ewiger Groll. Er grinst nicht, weil der Mund zerstört ist. Er ist nur blind und ohne Gefühl. Für immer und ewig. ...1922. Die Schlachtfelder waren geräumt. Ehrenfriedhöfe für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges waren angelegt worden. Aber der kalte Atem aus der anderen Welt hielt noch Millionen Menschen in seinen Klauen. Auch Käthe Kollwitz, eine der begnadetsten Künstlerinnen ihrer Zeit. Zu Beginn des Krieges war ihr 19 Jahre alter Sohn Peter in die Schlacht gezogen. Nach 2 Tagen an der Front war er tot. Jetzt wusste ich es. Ich saß auf dem Bett und weinte, weinte, weinte.
Woher nehmen all diese Frauen den Mut, ihre Liebsten an die Front zu schicken, zu den Kanonen, wenn sie sich ihr Leben lang mit liebender Fürsorge um sie gekümmert haben? Mit ihren Bildern hat Käthe Kollwitz das Elend der Armen und Verängstigten porträtiert. Jetzt, nach dem Tod ihres Sohnes, zählte sie selber zu diesen Menschen. Sie versuchte, ihren Gram durch ein großes Werk für ihren toten Sohn zu bewältigen. Aber ihre Schuldgefühle machten die Arbeit daran so schmerzhaft, dass sie sie über Jahre immer wieder aufschob. Ist es ein Vertrauensbruch zu dir, Peter, wenn ich am Krieg nur den Wahnsinn sehe? Aber ich werde dieses Werk für dich schaffen und für die anderen. Liebster Peter, ich bitte dich, in meiner Nähe zu sein, mir zu helfen, dich mir zu zeigen. Den wahren Impuls für ihre Arbeit bekommt sie, als sie den Friedhof in Belgien besucht, auf dem auch die sterblichen Überreste ihres Sohnes 1926 beigesetzt worden waren. Als sie den Ehrenfriedhof wieder verlässt, beschließt sie, für dieses Meer aus Kreuzen zwei Statuen von ihrem Mann und sich selbst zu schaffen. Das ist das Einzige, was sie tun kann. Der klagende, trauernde Vater und die trauernde Mutter. Sie platziert die Statuen im Zentrum des Friedhofs, umgeben von allen Kreuzen. Sie trauern für jeden jungen Mann, der hier begraben liegt. Als sie 1932 hierher kommt, um die beiden Statuen aufzustellen, beschreibt sie in einem Brief nach Hause, wie sie sich die Statuen anschaut, wie sie danach zum Grab ihres Sohnes geht und dann zurück zum Abbild ihrer selbst. Und sie weint. Und sie streichelt die Wangen der Statuen, die sie nach ihrem eigenen Bild gemeißelt hat, mit ihren eigenen Tränen. Mir scheint es, dass diese Aussöhnung, diese Wiedergutmachung der Sinn der Statuen ist. Mein Mann stand dicht hinter mir. Ich hörte, wie er flüsterte, ja, wie nah wir uns in diesem Moment waren. Käthe Kollwitz fand Trost durch den Besuch am Grab ihres Sohnes. Millionen anderen war dieses Glück nicht beschert. Entweder konnten sie sich eine solche Reise nicht leisten, oder ihre Söhne waren spurlos verschwunden. Für diese Menschen schuf die britische Regierung im Herzen Londons ein Denkmal, ein leeres Ehrengrabmal. Das Zenotaph soll an die fast 1 Million Toten erinnern, die das britische Empire im Ersten Weltkrieg zu beklagen hatte. Es gab jedoch Menschen, denen das nicht reichte. Sie wollten die Vergewisserung, dass ihre Liebsten nicht für immer von dannen gegangen sind, dass ihre Seelen im Jenseits weiterlebten. Ein Mensch, der diese Art Trost suchte, war Arthur Conan Doyle. In der Gegenwart einer gequälten Welt hört man täglich vom Tod derer, die unsere Zukunft gewesen wären. Vom Versprechen ihrer Jugend, das nicht eingelöst wurde. Überall die Ehefrauen und Mütter, die keine Ahnung haben, wohin ihre Liebsten gegangen sind. Plötzlich schien mir klar zu werden, wie außerordentlich diese Sache war.
Die Wand zwischen zwei Welten war im Begriff zusammenzubrechen. Eine klare, nicht zu verleugnende Botschaft aus dem Jenseits. Ein Ruf der Hoffnung und der geistigen Orientierung für die menschliche Rasse in Zeiten ihrer tiefsten Niedergeschlagenheit. Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes, war einer der großen Spiritisten. Er hatte im Krieg mehrere ihm nahestehende Menschen verloren, auch seinen Sohn Kingsley. Wie Millionen andere fand Conan Doyle Zuflucht im Glauben daran, dass es möglich ist, mit den Toten zu kommunizieren. Er glaubte, dass dieses verschwommene Bild, das über seinem Kopf schwebte, das seines toten Sohnes war. Tausende andere, die ähnliche Visionen hatten, waren der gleichen Überzeugung. Die Welle der Trauer, die nach dem Krieg über Europa schwappte, ließ Millionen Menschen ihren Trost im Spiritismus suchen. Der Spiritismus bot den Menschen die Möglichkeit, ihre Familienmitglieder, deren Gräber sie nicht kannten oder die im wahrsten Sinne des Wortes zerfetzt worden waren, rituell zu beerdigen. Vielleicht die Hälfte aller Männer, die im Ersten Weltkrieg gefallen war, lagen unbekannt begraben. Die Familien hatten keinen Ort, an dem sie rituell von ihnen Abschied nehmen konnten. Also blieb für sie die Seance. Zu sechst, alles persönliche Freunde, saßen wir im Halbkreis, meine Frau zu meiner Linken. Augenblicklich kam eine Stimme sehr nah an mein Gesicht. Beide, meine Frau und ich, schrien. Das war unser Junge. Er begann zu sprechen. Er versuchte, mich über seinen Tod hinwegzutrösten. Ich fragte, bist du glücklich? Er antwortete, jetzt bin ich glücklich. Er legte seine starke, schwere Hand auf meinen Kopf und drückte ihn so fest wie möglich. Und ich kann dir versichern, dass er mich glücklicher zurückließ, als er mich vorgefunden hatte. Arthur Conan Doyle konnte die Schatten der Vergangenheit nie ganz abwerfen. Den Rest seines Lebens suchte er nach einer Erklärung, nach einer Rechtfertigung für seinen Gram. Unzähligen anderen ging es ähnlich. Um dieses Jahrhundert zu verstehen, muss man sich des Ersten Weltkrieges erinnern und der Millionen Menschen, die die Welt geformt haben, in der wir heute leben. Siegfried Sassoon starb 1967. In seinem Denken und in seinen Erinnerungen war er immer noch ein Soldat. Er konnte nicht vergessen. Aber er fürchtete, wir, die anderen, würden vergessen. Hast du schon vergessen? Weil seit diesen Tagen, die einen würgen ließen, die Ereignisse der Welt weiter gerumpelt sind, wie der Autoverkehr über eine Kreuzung. Aber die Vergangenheit bleibt gleich und der Krieg ein blutiges Spiel. Hast du schon vergessen? Schau nieder und schwöre beim Morden des Krieges, dass du nie vergessen wirst. Erinnerst du dich an die finsteren Monate, in denen du den Sektor beim Armee gehalten hast? Die Nächte, die du durchwacht hast, Stacheldraht gespannt, gegraben, Sandsäcke auf die Welle gestapelt hast? Erinnerst du dich an die Ratten und an den Gestank der Leichen, die vor dem vordersten Schützengraben verrotteten? Und an den anbrechenden Morgen? Schmutzig, weiß und kühl mit einem hoffnungslosen Regen? Hältst du je inne und fragst dich, wird alles wieder so passieren?
Erinnerst du dich an die Stunde des Getöses vor dem Angriff? Und die Wut, die blinde Leidenschaft, die dich ergriff und schüttelte, als du in die verdammten, sorgenvollen Gesichter deiner Männer geblickt hast? Erinnerst du dich an die zurücktaumelnden Krankentragen mit sterbenden Augen und herabhängenden Köpfen? Diese aschgrauen Masken der Kameraden, die einst voller Begeisterung, liebenswürdig und fröhlich waren? Hast du schon vergessen? Schau auf und schwöre beim Grün des Frühlings, dass du nie vergessen wirst.